Ein spannendes Experiment. Zwei Studentengruppen müssen einen Text lesen. Gruppe 1 bekommt einen, in dem die Worte alt, sentimental, grau, vergesslich, Rente und faltig vorkommen. Die andere Gruppe liest einen neutralen Text, ohne Wörter, die im Gehirn das Frame alt auslösen. Anschließend wird den Studenten gesagt, dass das Experiment beendet sei und sie gehen könnten. Nun wird die Zeit gemessen, die sie brauchen, um über einen langen Flur zum Fahrstuhl zu kommen. Die Gruppe, die die Begriffe gelesen hatte, die zu einem hohen Alter gehören, ging tatsächlich langsamer. Sprache verändert also unsere Handlung. Und das funktioniert auch in der Politik so. Deutschland ist ein weltoffenes Land. Wir begreifen Zuwanderung als Chance, ohne die damit verbundenen Herausforderungen zu übersehen. Geht doch. Der Satz steht im Koalitionsvertrag von GroKo 1. Das war 2013. 5 Jahre später, im GroKo 2-Vertrag, sind die Chancen weg. Deutschland bekennt sich zu seinen bestehenden rechtlichen und humanitären Verpflichtungen. Man wolle die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft nicht überstrapazieren. Überstrapazieren. Die Überlastung wird sprachlich gleich mitgeliefert. Auf die Spitze treibt das heute die AfD. In die Köpfe soll die Gleichung Migrant gleich kriminell. Sie lässt unberechtigte Personen unerkannter Identität rein, Vergewaltiger, Mörder, Terroristen inklusive, und wir sollen uns verantwortlich fühlen. Die Verarsche mit manipulierten Dieselmotoren wird je nach Position mal Dieselkrise, mal Dieselbetrug genannt. Der parlamentarische Staatssekretär für Verkehr und digitale Infrastruktur, Enak Ferlemann, verglich VW im Oktober 2015 mit einem Grippepatienten. Wenn VW erkältet ist, liegt Niedersachsen schon mit einer Grippe im Bett. Und jetzt ist VW wahrscheinlich nicht nur erkältet, sondern doch deutlich erkrankt. Was steckt im Sprachbild? Krankheit. Und Kranke brauchen Hilfe, keine Vorwürfe. Die Linken eiern ein bisschen rum. Stefan Liebig sprach von Schummelsoftware. Ein Lausbubenstreich, im Prinzip hätte er auch sagen können Flunkern. Also klingt nach alles halb so wild. Die linken Abgeordnete Karin Ley spricht von Dieselgate und organisiertem Betrug, der filmreif sei. Der Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio sicherte sich vor ein paar Tagen die Rechte. Das ist leider kein Witz. Und Leonardo DiCaprio mimt ja bekanntermaßen am liebsten den Schurken. Das sollte vor allen Dingen dem Minister etwas mehr Ansporn sein. Sonst spielt DiCaprio am Ende nämlich nicht Martin Winterkorn, sondern Alexander Dobrindt. Politiker als Gangster. Am Ende ihrer Rede wirft sie der Regierung vor, dass alle die Hosen voll hätten. Die Metapher dahinter: Politiker sind wie Kinder, die Angst haben, sich mit der Industrie anzulegen. Oliver Wittke aus der CDU-CSU-Fraktion hält dagegen. Zwar stimmt er zu, dass VW betrogen hat, lobt im selben Atemzug jedoch den Betrüger gleich wieder mit. Wir werden es nicht zulassen, dass Sie hier eine effiziente Technologie, nämlich die Dieseltechnologie, dass Sie hier ein exzellentes Unternehmen, nämlich den VW-Konzern, und dass Sie eine innovative und leistungsstarke Branche, nämlich die deutsche Automobilindustrie, passepartout in Misskredit bringen. Der Opposition wirft er Automobil-Bashing vor. Mit seinem Vorwurf dreht Wittke den Spieß einfach um und macht die politischen Gegner zu Tätern, die VW-Verantwortlichen werden sprachlich zu Opfern. Natürlich können wir gar nicht reden, ohne Metaphern zu benutzen. Aber je mehr wir über sie wissen, desto eher können wir uns ein ganz eigenes Bild machen.